Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. Ja, ich bin jetzt da gerade auf dem Bänkle, mal ein bisschen die Abendsonne genieße und bin jetzt gerade noch im Laptop. Wir schauen mal nach Lohnaufträge. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas uns angeln können. Da haben wir zweimal Ernteaufträge. Oh ja, das ist schon mal gut. Max Wachter. Bei den N2 gab es noch. Doch, glatt mal nur ein Angebot ab. Das muss ich aber gerade schauen. Ist das Angebot nur noch heute gültig oder morgen? Nee, Raps können wir morgen noch dreschen. Ja, ich habe gesehen, wir müssen ja selber noch Raps dreschen. Ich war jetzt gerade noch mal in der Schlagkartei. Das Feld müssen wir ja noch Raps ernten. Aber jetzt habe ich gesehen im Wachstum, dass es noch ziemlich hell ist. In der Wachstum ist es noch ziemlich hell. Und wir können nur noch, wenn wir gerade schauen, glaube ich, morgen. Ist der letzte Tag mit Raps. Morgen letzter Tag. Ja, genau. Oh, das wird eng. Ich hoffe jetzt, dass uns der Raps kaputt geht. Da werde ich jetzt trotzdem mal einen Auftrag annehmen. Die grobe Arbeit können wir später machen. Richtung Winter, wenn die Ernte rum ist. Komm, da gehen wir nochmal bei den Aufträgen ein. Gehen wir nochmal zu den Aufträgen. Da gebe ich gleich bei deinen zwei Angebot ab. Genau. Jo, ich habe bei der Maria Zumbrunn habe ich jetzt mal angerufen, habe ihr Angebot gemacht und sie hat gesagt, ja, das Angebot nimmt sie an. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Auftrag drin. Die andere, die zweite, hat jetzt nicht abgenommen. Nee, das ist ein Mann, genau, Ernte auch nochmal. Was ist das? Weizen, genau. Ja, müssen wir mal schauen, wäre auch noch eine Option. Aber ich habe da jetzt gar niemand erreicht. Werde ich später nochmal probieren. Dann schauen wir mal noch zu den Tieren. Ja, Tiere sind eigentlich alle gut eingefüttert. Was ich jetzt mal noch kurz schauen will, wir gehen mal miteinander kurz in Scheune hoch. Ich glaube, in Scheune haben wir nur ein Heuballe und ein Strohballe liegen, so viel ich weiß. Bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher. Ne, ist nix. Ah, ich dachte, es sei nur ein Heuball und ein Strohballe da, okay. Also dann weiß ich, dass da nichts ist. Ja, das kann dann gut sein, dass man noch was zukaufen müsste, dass das uns gerade reicht. Aber ja, das ist jetzt das Problem. Jetzt schauen wir mal, wie weit man mit dem Heu kommt. Stroh wird uns über den Winter reichen, aber Heu, das war knapp. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. So, der Schlepper, wo habe ich den jetzt nochmal hingestellt? Genau, dann holen wir gleich den Gruber. Den haben wir ja oben an der Kohlezucht. Ja, oder soll ich heute noch anfangen dreschen? Schauen wir mal, wie viel Uhr haben wir denn jetzt genau? 18 Uhr, ja, jetzt haben wir bald 18 Uhr. Windgeschwindigkeit bleibt eigentlich trocken. Wo liegt denn das Feld? Schauen wir gerade mal. Sonst wollte ich jetzt noch anfangen dreschen. Dann ist nämlich der Auftrag auch schon weg. Und wenn das mit dem zweiten, mit dem Max Wachter klappt, dann würde ich den nämlich auch gleich annehmen. Dann kann ich den nämlich morgen noch machen. Die Zeit müssen wir jetzt nutzen. Wo haben wir jetzt? Da haben wir die Aufträge. Das ist Feld 20, genau. Schauen wir mal. Feld 20. Ah, das ist neben der Biogasanlage. Oh ja, okay. Das ist erntereif. Komm, da greifen wir gleich an. Da wackeln wir nicht lang rum. Angreifen und ab auf den Mähdrescher. Erste Hänger hinbringen. Genau. Ah, da freut sie sich auch, wenn ich der heute das noch drisch. Wie gesagt, dann haben wir dann morgen schon wieder Polster. Ja. Andere Aufträge, wenn das klappen sollte mit dem zweiten Auftrag, das wäre super. Spült uns auch schon wieder ein bisschen Geld in Kasse. Biogasanlage ist auf der anderen Seite, da fahre ich gleich da runter, genau. Und ab die Post an die Biogasanlage. Ah, da hätte ich eigentlich jetzt auch. Ne, da komme ich nur auf das Feld. Muss ich doch da drüber rausfahren. Komme ich da auch? Da ist doch auch eine Ausfahrt. Oder ist das die richtige Ausfahrt? Ne, da ist keine Ausfahrt. Da ist es nur da. Da drüber. Ah ja, genau. Ah, da muss ich mir auch noch ein bisschen. Das ist immer ein bisschen verwirrend mit den beiden Gebäuden, wo da steht. Es ist so ein kleiner Hof, aber da
verirrst dich oder halt, da verfährst dich trotzdem immer noch. Das, da muss ich immer noch ein bisschen, angewöhnen, dass hinter dem, hinter der Durchfahrt von der Scheune Ausfahrt ist. Genau. Fahren wir aber gleich da rum. Oh, da kommt keins. Ja, genau. Einmal an der Kirche vorbei. Jop. Und ab die Post. Ja, also mit dem Mähdrescher bin ich zufrieden. Der macht eine gute Arbeit. Bis jetzt hat es sich ausgezahlt, dass ich davor noch mal Inspektion gemacht habe. Hätten wir die Inspektion nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich Probleme gekriegt oder wäre uns ausgefallen oder hätten öfters mal Reparatur gehabt oder so. Und das ist natürlich dann für einen, den ich Lohnarbeiter mache, auch nicht gerade so toll, wenn er die Zeit auch noch mitzahlen muss. Genau, da sind wir doch richtig. Oder? Sind wir da nicht richtig? Ja, doch, da sind wir richtig, genau. Es ist nur die Frage, wie stelle ich den Hänger hin? Metrischer Schneidwerk. Da ist das kleine. Oder stelle ich das Schneidwerk da auf Getreidemühle und hänge es da ab? Da hätte ich eigentlich Platz. Dann stellen wir den Hänger. Stellen wir da hin. Ist da die Plane schon auf? Ja, das sieht so aus, wie wenn sie auf wäre. Ich dachte jetzt, ich könnte auch da drauf springen auf den Hänger. Ja, Plane ist runter. Okay, passt. Dann lasse ich den da stehen. Komm, das machen wir. Traktor lasse ich angehängt. Stellen ab und lauf schnell rüber. Da gibt es doch so eine schöne Brücke. Extra für Fußgänger, extra für mich gemacht. Komm drüber dran. Ne? Ja. Einmal an dem, an der Insel vorbei, an dem Bach oder an dem kleinen Teich. Ach, diese schon geile Gegend. Ah, ist das schön in Gräbach. Ist das schön in Gräbach. Jo, da sind wir gleich beim Hof. Da haben wir ja nicht weit. Springen wir kurz über den Zaun. Hoppala, da haben wir auch Gras drauf. Das Feld gehört uns auch. Oder ne? Gehört es uns? Gehört es uns nicht? Ist jetzt gar nicht genau. Ach komm, da zwischendurch, genau. Und einmal hoch zum Kuhhof. Da rennen wir auch. In dem Getreide, in dem Lager können wir auch irgendwelche Sachen drin lagern. Müssen wir mal schauen, da werden wir vielleicht irgendwelche Paletten oder so lagern. Mal gucken, was es da zum Lagern gibt. Vielleicht machen wir mal was mit Kartoffeln, wo wir Kartoffeln in deine Boxe, mit deiner füllbaren Boxe. Ja, müssen wir mal schauen. Da habe ich nur so einiges vor auf der Gräbach. Soll auch ein Projekt ein bisschen auf längere Zeit werden. Genau. Und Vollgas. Da müssen wir einmal da umdrehen. Oder um den Stall fahren. Kommen wir da rum? Ja, müsste reichen. Jop, passt. Genau, super. Ja komm, ich fahre da unter raus. Ist kein so ein großer Umweg da runter. Kommen wir mal da ums Eck rum. Ja, müssen wir schüttel, schüttel. Ja, die Blätter sind schon teilweise und auch schon teilweise starke Höhenunterschied, da schüttelt es einen und teilweise schon gut durch. Muss man halt immer ein bisschen langsam fahren, aber das ist schon das Problem. Jupp. Ja, ein bisschen langsam machen. Fahren wir gleich darum. Da können wir, kommen wir nämlich gleich vorne schön raus. Jupp. Und Vollgas, da können wir ein bisschen mehr beschleunigen. Da raus, genau. Jop. Jo, jetzt hat meine Frau gerade angerufen, also sie hätte jetzt nochmal bei dem eine
Händler oder bei dem einen Landwirt probiert, der den Auftrag vergeben hat mit Getreideernte war es, glaube ich, Weizen oder was es war, oder Gerste, irgendwas war es. Also den Auftrag haben wir auch in trockenen Tüchern. Also das hat geklappt, die hat das Angebot eingegeben, hat mir gleich zugesagt, ja, den haben wir auch in trockenen Tüchern. Deshalb ist es gut, dass man heute nur schaut, den Auftrag oder das, den Auftrag heute noch fertig zu bringen, dass wir morgen unseren Raps und den anderen Auftrag machen können, dass wir da noch ein bisschen Geld reinbringen. Ja, so langsam wird es. Da muss ich auch wieder aufpassen, dass da um das Eck rumkommen. Es wird immer ein bisschen knapp, da knappe Geschichte. Ja, passt, genau. Und Abfahrt aufs Feld. Ja, auch wieder der Bach da an der Seite, das ist so genial gemacht. Das ist so schön, also eine tolle Karte. Ja, ich sage, da habe ich jetzt so richtig ultra realistisch, kann man sagen, ultra realistisch. Ich als jetzt mit Heat-Tracker, aber mit Xbox-Controller und ich denke mal, ich kriege das mit der Kopfbewegung dem Ganzen ziemlich gut hin. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt mit der Kopfbewegung und deine ganze Sache. Ja, das ist eine kleine Karte und da habe ich jetzt mal Bock, richtig auf realistisch zu gehen. Jetzt muss ich gerade schauen, der hat Schneidwerk so rum. Ach genau, dann müssen wir eigentlich... komm, wir drehen da hinter einmal um. Nee, können wir... Doch, komm, wir drehen da hinter einmal um. Dann können wir das Schneidwerk... Oder stellen wir es gleich da ab. Wie heißt es jetzt? Ne, jetzt haben wir es verkehrt rum. Dann stellen wir es an der Getreidemühle da an der Seite ab. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Genau, komm. Machen wir jetzt nicht lang rum. Ich werde jetzt gerade in dem Augenblick jemand kommen und da Getreide abliefern wollen. Ja, genau. Jetzt steht es doch wieder verkehrt rum. Ach Mann. Ich sag ja, einmal unter Profis, Leute. Einmal unter Profis. Nehmen wir es einfach darüber. Auf die Seite. Einfach vor die, neben die Autos hin oder neben die Glascontainer. An die Glascontainer kommt man ja dann auch noch so dran. Das ist ja jetzt das Problem. Ja, genau. So, lassen wir es. Ah, ja, Leute. Also ich bin doch heute sowas von blöd. Ich muss doch einmal gerade so rum, genau. Jetzt habe ich natürlich so weit ausgehoben, dass ich da wieder... Ah, Leute. So ein Mistkack. Ja, muss ich einmal so rum umdrehen, genau. Ja, da haben wir genug Platz. Komm. Ja, denn... Stellen wir jetzt so den Nebbet. Reicht es, reicht es, reicht es? Ja, muss reichen. Genau, so. Jetzt stellen wir richtig rum. Mann, das war jetzt eine schwierige Geburt. Sind nicht immer alle Geburten so schwierig wie jetzt gerade die? Muss ich aber so rum umdrehen, weil mit dem Ausholen vom Heck, da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch wieder die Container da mitgenommen. Muss ich aber schauen, dass ich da drüber nirgends anrammel. Ja, das passt. Das passt. Kann ich da noch ein bisschen zurück? Ja, da habe ich noch genug Platz. Noch ein bisschen zurück. Zurück, 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 zurück. Gut. Und stopp. Nach vorne. Anhänge. Zack, die Bohne. Noch ein bisschen. Ja. Zapfhölle. Komm. Geht rum, Zicke. Häng dich an. Wir haben keine Zeit da zum Blödsinn machen. Wir haben es jetzt eilig. Richtig eilig haben wir es jetzt. Kommen wir da vorbei? Ja, komm. Ja. Kommen wir da durch?
Ja, das wird jetzt wieder eng da. Das wird jetzt da wieder eine super enge Kiste. Nein, es reicht, reicht, reicht. Da reicht's auch. An den Container reicht's auch. Ein bisschen da ausholen. Ja. Ja, passt. Ja, zum Tor kommen wir eigentlich auch raus. Jo. Jupp, sodele. Wo sind die lange Bahnen? Die sind da nach hinten. Komm, dann machen wir jetzt einmal das Vorgewende raus. Dass wir dann noch gescheit umdrehen können. Genau. Einmal aufklappen. Ah, okay. Schau jetzt auf. Ja, genau. Den brauchen wir eigentlich gar nicht aufklappen. Soviel ich weiß. Der geht, glaube ich, nur ein kleines Stück auf da oben. Gut, das sieht man jetzt von da nicht. Aber. Ne? Ausklappe. Okay, dann müssen wir jetzt schon aufklappt. Jetzt, genau. Ja, das geht ein bisschen länger, bis er die Klappe auf ist. Jupp. Und Vollgas. Ja, ihr wisst ja, bei mir gibt es immer noch Vollgas. Und bei anderen Projekten heißt dann wieder nu it hudle. Jo. Ja, da ist schon ein bisschen Unkraut drin. Das hat die Frau, die gute Frau, auch so gut gepflegt, das Feld. Ich denke mal, ertragmäßig ist da nicht so viel drin, aber ja, gut. Das soll ja jetzt nicht unser Problem sein. Ja, ich denke auch mal, dass wir Dünge- und Spritzaufträge auch annehmen werden, wenn wir später mal eine Spritze haben. Dass wir das komplette Sortiment, das komplette Spektrum an Lohnaufträge abdecken können. Allerdings werden wir da jetzt 40, 50 Aufträge annehmen. Klar, jetzt am Anfang so ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen Vertrauen aufbauen bei deinen Landwirten, die es sehr viel im Lohn machen. Da werden wir dann am Anfang schon mal ein paar Aufträge annehmen. Einfach bei deinen Landwirten, bei denen wir jetzt Aufträge machen können, ein bisschen Vertrauen aufbauen, dass wir von deinen Leuten noch mehr Aufträge kriegen. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir dreschen da weiter. Ich denke mal, da brauche ich eine komplette Aufnahme machen vom Dreschen. Da geht es im nächsten Video dann weiter. Nur die letzten zwei Bahnen, wenn wir fertig sind mit Dreschen. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit der Tag vorangeschritten ist. Ich denke mal, dann ist es schon bald nämlich dunkel. Okay, meine Freunde, das war's für das nächste Video. Wenn es euch gefallen hat, like it, vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.